Ich heiße Renate Hoffmann, bin 1947 geboren. Arthrose wurde 2007 im linken Knie festgestellt. Ich bin Rentnerin und habe im Büro gearbeitet als Assistentin der Geschäftsführung. 1997 bin ich einer Straßenbahn hinterhergelaufen und auf einmal schmerzte mein Knie und ich konnte nicht mehr meinen ganzen Fuß nicht mehr aufsetzen. Und von da fing eigentlich mein Knieproblem an. Jeder Mensch findet seinen eigenen Umgang mit der Krankheit. Dieser Film ist ein persönlicher Erfahrungsbericht. Also der Schmerz tritt eigentlich bei Bewegung auf. Wenn ich Gartenarbeiten mache, dann vergesse ich manchmal mein Knie und dann liege ich in der Beete und dann merke ich, das Knie. Ne? Diese schnelle in die Hocke gehen, das ist auch schwer möglich. Ne? Das schleicht sich auch so ein. Das ist so ein Vorgang, den man selber dann merkt, wenn man jetzt irgendwas machen will, dass man das jetzt nicht mehr so macht, wie beispielsweise einen Schuh anziehen. Dann nehme ich eben den Schuhlöffel und dann brauche ich mich nicht mehr so bücken und das hilft schon alles. Ich hatte für meine Begriffe starkes Übergewicht und das hat natürlich auch mein Knie belastet. Und dann habe ich meine Ernährung umgestellt, um auch da was für meinen Körper zu tun und habe in einem Dreivierteljahr 20 Kilo abgenommen. Bewegung muss sein. Und das hat auch meinem Knie sehr gut getan. Und ja, das merkt man schon. Der Plan, nicht zuzunehmen, der ist stark in meinem Kopf und das ist eine Herausforderung, denn das Abnehmen geht ja mitunter ganz gut, aber das Halten, das ist jetzt ganz wichtig, damit diese Belastung nicht wieder auftritt. Also wenn die Schmerzen größer würden und man definitiv keine Option hat, was anderes zu machen, andere Einlagen vielleicht mal ausprobieren oder manuelle Therapie zu machen oder irgendwelche Dinge, die dann noch helfen könnten. Der Schritt zu einem künstlichen Gelenk, das wäre absolut die letzte Option. Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie mit nur einem Klick in der Gesundheitsinformation Kniearthrose – Leben mit. Wissen ist gesund.